Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zur Fortnite Battle Royale. Wie angekündigt, heute auch mal im Duo. Und zwar habe ich mit dem Basti zusammengespielt, dem Maesai Fames. Da haben wir einen ganzen Abend lang gesuchtet. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mal, auf welchem Stand wir waren. Es war ein bisschen her. Ich habe ein bisschen wenig Videos in letzter Zeit gebracht. Aber das soll jetzt wieder kommen. Ich habe viel Fortnite Battle Royale gespielt. Habe versucht, in der besten Liste weiter vorne zu bleiben, was mir auch gelungen ist. Und deswegen habe ich das Schnippeln und Machen ein bisschen vernachlässigt, aber muss ja auch mal sein, einfach mal so gezockt. Und diese Runde kriegt dann noch nachgeliefert. Ist, wie gesagt, eine etwas ältere Aufnahme. Und jetzt wird demnächst wieder ein bisschen was Neues kommen, ist ja auch viel neuen Kram rausgekommen und so weiter und so fort. Wir gucken mal, ich habe gerade eben noch ein Special geschnitten. Da habe ich so die krassesten, also die besten Starts und die miesesten Fails am Ende dann gemacht. So richtig vielversprechende Runde, die dann total in die Hose gehen, ne, weil das ja auch sehr schnell geht hier in Fortnite Battle Royale. Das kommt noch auf euch zu. Dann habe ich noch ein Einheitsspiel mit Randoms gemacht, also mit zufälligen Gruppenmitgliedern. Da war auch ein richtig geiles dabei, eine richtig gute Runde entsprungen. Die werde ich euch auch nicht vorenthalten wollen. Ich muss gucken, ich habe so viele Aufnahmen auf dem PC, dass ich die alle noch finde. Vielleicht mache ich euch noch irgendwie so ein Special, beste Kills, größte Fails oder so irgendwas. Mal gucken, also einfach mal so ein Montage-Edit. Dann habe ich auch noch eine Runde, die ich so bringen werde. Also es kommt ein bisschen was auf euch zu in Fortnite. Und ansonsten ist eben auch noch ein bisschen COD am Start. Und den Rest muss ich jetzt mal gucken. Ich muss wirklich wieder neu aufnehmen. So, so haben wir hier die Runde gestartet. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsspots in Crazy Grove. Obwohl ich mittlerweile, wenn ich nach Crazy Grove gehe, an anderen Stellen lande. Oftmals. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Was kann ich euch noch mitgeben vielleicht auf dem Fortnite-Trip? Es gibt ja so verschiedene Sachen. Wasting Movement und ja, gerade mit der Pumpgun, also so wenige Schritte wie möglich, dass er nicht so viel unnötig bewegt und dem Gegner ein äußerst geringes Angriffsfeld lässt, dass er euch wenig treffen kann, aber ihr ihn gut. Das ist so auch so eine Taktik, die man so ein bisschen üben sollte, um auch erfolgreich Infights mit der Pumpgun abhalten zu können. Dazu kommt jetzt noch, dass diese Pumpgun genervt wurde. Es wurde ja ehrlich gesagt auch ein bisschen Zeit. Denn auf Long Range oder sagen wir mal auf Mid Range war diese normale Standard Pumpgun, die ich jetzt hier eben liegen lassen habe, die war so abgefahren, dass er quasi cross the map schießen konnte. Das war so eine heimliche Sniper und das ist jetzt zum Glück weg. Und hier wusste ich zuerst gar nicht, was los ist. Da hatten wir das erste Mal richtig böse. Und jetzt seht ihr, jetzt gehe ich hier um die Ecke und jetzt zack schießen und direkt nochmal um die Ecke. Ich biete ihm ein geringes Angriffsfeld, ne? Das ist das, was ich gemeint habe mit Wasting Movement. Dabei muss man beachten, ihr tragt die Waffe über der rechten Schulter quasi, hier so rum. Ne? Und wenn er jetzt andersrum läuft, habt ihr einen Nachteil zum Beispiel. Wie hier, er kann mich zuerst sehen, bevor ich ihn sehen kann. Und kann damit abdrücken und mir extrem Schaden machen. Dann 5 Life. Puh, Glück, dass ich oben einmal Verband benutzt habe, ne? Sonst wäre ich jetzt down gewesen. Da sind wir beide schon ziemlich mitgenommen, aber wir haben es geschafft. Jeder einen Kill, wunderbar, haben wir das Ganze erstmal überstanden. Was ich hier gerade gemacht habe, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, ist ein bisschen lang her. Hier war die Pumpgun zu diesem Zeitpunkt. Achso, ich habe gewartet. Ja, stimmt, er wollte mir einen Erste-Hilfe-Kit geben, deswegen habe ich nicht die Verbände verbraucht. Weil ich mich damit ja auch nur bis zu 75 heilen kann. In diesem Video war natürlich die Pumpgun noch nicht genervt, das ist noch lange davor gewesen. Aber der Nerf ist schon krass. Also man muss jetzt wirklich sich nochmal umgewöhnen. Mit der Pumpgun auf eine Midrange gegen ein Sturmgewehr hat man jetzt keine Chance mehr. Vorher hast du mit der Pumpgun abgedrückt, bis dann hast du dieses Wasting Movement quasi angewandt oder nicht angewandt. Du hast es nicht verschwendet. Ne? Hast wirklich so aus der Deckung rausgeschossen. Da hast du 78 Damage reingedrückt oder so. Selbst auf etwas größere Distanz. Und jetzt ist das eben nicht mehr so. Und da muss man eben schon aufpassen, muss man der Pumpgun schon ein bisschen näher wieder rankommen. Und das ist natürlich fair. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, dass dieses Gar gepatcht wird, die ist einfach viel zu überrissen. Weil wenn man wirklich im kompletten Nahkampf ist, ich hatte eben eine Situation, da ist jemand mit der Scar um die Ecke gekommen. Ich habe auch wieder hier kurz um die Ecke geguckt, abgedrückt mit der Pumpgun. Habe ihn direkt schon einen heftigen Damage reingedrückt. Aber bevor ich zum zweiten Mal schießen konnte, das war nicht die automatische, das war die Pump Action. Bevor ich das zweite Mal schießen konnte, war ich schon tot. Mit 150 Life quasi, also 100 Health.
und 50 Schild, weil der die Scar einfach draufgehalten hat und nicht fort war. Das finde ich ein bisschen zu überrissen. Ich finde, die Scar darf natürlich diesen Damage machen, aber im Nahkampf, dass man so locker jemanden mit einer Pumpgun wegholt, naja, da sollte die Pumpgun eigentlich die Stärken haben. Das ist noch ein bisschen unbalanced, würde ich sagen, das Spiel so ein bisschen. Sie versuchen zwar, die machen da was hin und her, aber ja, die ganze Zeit war die Pumpgun zu stark und jetzt das. Und irgendwie hat auch immer jeder eine goldene Scar oder eine lilane, außer ich. Ich Arschloch laufe mit grauen Burstwaffen rum oder so ein Mist, ey. Naja, egal. Ich finde die nämlich wirklich nicht. Ich finde die nie. Ich muss die den Gegnern immer erst abholen, mühselig. Und dann bin ich schon fast tot, weil die eben wirklich asozial krass drauf ist. Aber egal. Weiter geht's. Es sind noch 51 Leute am Leben. Das ist momentan sehr ruhig hier in Crazy Groove. Das ist ungewöhnlich. Da ist normal auch immer gut Action. Da haben wir hier wirklich eine ruhige Zone erwischt. Und des Weiteren habe ich mal überlegt, dass ich in zukünftigen Runden, ja, das habe ich glaube ich sogar schon im letzten Video gesagt, dass ich die Videos ein bisschen zusammenschneiden möchte. Wenn es wirklich mal so Trockenphasen sind, wo nichts passiert, kann man das ja auch rauscutten, immer bis zum nächsten Moment, wo es wieder Action gibt oder wo man irgendwie tolles Loot findet, dass ich das so ein bisschen zusammen, da könntet ihr natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber das volle Gameplay sehen wollt, also die volle Runde mit allem drum und dran, was dazugehört. Das gehört ja irgendwie auch zu Battle Royale, dass man auch vielleicht mal irgendwo wartet, ne, bis die Zone nochmal kommt, damit man nicht in den Rücken geschossen bekommt, was natürlich auch sehr oft passiert, sehr oft. Man läuft schon wirklich spät los und kriegt dann trotzdem noch von irgendeinem Buschhocker in den Rücken geschossen. Das ist krass. Deswegen haben wir uns auch hier öfters mal in den Busch gesetzt. Das wird man auch im Spiel ein bisschen sehen. Ja, gleiches Recht für alle, ne? Man muss eben taktisch spielen, es ist eben so. Es ist Fortnite Battle Royale, es ist kein COD frei für alle, wo jeder aufeinander zuläuft und schießt. Es sind Leute, die warten auf dich und die geben dir dann. Und wenn du es nicht tust, wirst du einen Nachteil haben. Genauso mit dem Bauen. Man kann sich jetzt drüber beschweren, dass Leute, wenn sie angeschossen werden, das mache ich auch oft, ich beschwere mich, weil es mich nervt, ne, dass sie sich direkt zubauen, wenn sie einen Treffer abkriegen, anstatt wie ein Mann zu kämpfen. Aber mittlerweile mache ich es eben auch, weil das eben einfach jeder macht und das ist, wenn man erfolgreich sein will, wenn man dieses Spiel erfolgreich spielen will, dann muss man es eben auch machen, dann darf man nicht drüber meckern, dass anderes machen, weil man kann es ja auch machen. Es ist ja so, das Spiel gibt einem ja die Möglichkeit, sagt ja nicht nur die anderen dürfen das, sondern du kannst es genauso machen, dann mach es eben einfach. Und ja, das ist etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel laufe, ne, weil wir sind jetzt in der Zone drin, oftmals würden aber auch auf dem Weg hierher noch irgendwelche Leute warten. Wir sind jetzt auch schon recht früh in der Zone, muss ich sagen. Man kann eigentlich schon mit der Zone mitwandern, immer mal ein bisschen vor der Zone warten oder so. Das kommt immer drauf an, wie man das möchte oder sonst irgendwas, ne? Aber ich habe schon viele Momente gehabt, da bin ich dann auch in der Zone weitergelaufen, weil mir die Position einfach nicht gefallen hat. Und dann warten Leute, die sind ja auch schon in der Zone, die müssen sich nicht bewegen. Basti ist abgekackt. Weil er hat keine Ressourcen mehr gehabt, um weiterzubauen und ist weitergelaufen. Boah, diese Runde, Leute, es ist einfach nicht wahr. Wir waren wirklich vom Pech verfolgt. Es passierte immer so ein Scheiß bei einem von uns. Bei einem lief's gut und bei dem anderen passierte immer Mist. Das ist ja schon typisch. Ja, aber noch bin ich ja da. Kann ich ihn jetzt noch safen? Es ist, wenn man sich eine Himmelsbrücke hier drüber baut. Andere haben eben am Anfang schon 8 Millionen Materialien, wir nicht. Und dann passiert sowas. Ja, aber um die Rede nicht zu vergessen, dann laufe ich weiter, wenn mir die Position nicht gefällt. Dann mache ich das und renne weiter. Und ja, und dann wartet irgendjemand nur darauf, dass ich vorbeilaufe. Und der schießt dann auch auf mich. Wenn er nicht trifft oder wenn er mich einmal trifft, dann direkt bauen, bababab. Treppe drauf, hoch und ihn wegmachen. Eiskalt serviert, würde ich sagen. So läuft das dann eben. Wenn man schon, ja, bewegen möchte, da oben sitzt da. Okay. Der hat auch ne übelstes Aiming. Aber ihr seht, das ist jetzt so eine Sache, ne? Diese Zone, das dauert noch ein bisschen, bis man hier sein muss. Die Zone ist noch nicht da. Und deswegen hat er jetzt da oben versucht, die Leute abzufangen oder irgendwelche Leute wie wir, die da runterfallen, einfach zu eliminieren. Nur lassen wir das nicht mit uns machen. Und wir zeigen euch jetzt, oder ich zeige euch jetzt, welche Strategie wir
jetzt gleich dagegen anwenden. Wir heilen uns hoch und laufen dann weiter, weil wir von hier unten kaum eine Chance haben. Gegen den Schützen da oben. Der hat uns ja schon gespottet und hat uns im Visier. Da wird es schon schwierig, hier wegzulaufen. Aber das schaffen wir. Also wir laufen jetzt erstmal weiter. Weil der muss irgendwann kommen. Auch wenn er sich jetzt noch in der Zone befindet und dort campen kann und die Leute abfangen kann, muss er irgendwann raus, weil er dann nicht mehr in der Zone ist. Und das ist auch so ein Vorteil, den könnt ihr für euch nutzen. Da hinten sehe ich jemanden laufen übrigens. Den lassen wir laufen, weil wir müssen uns auf den anderen auch konzentrieren. Wir hoffen, dass der uns nicht gleich in den Rücken fällt oder sonst was. Ein bisschen beobachten zuerst, aber wir wissen, der andere muss kommen. Wie gesagt, wenn ihr so Leute habt im Spiel, die da schön warten, damit sie euch ins Kreuz schießen können, wenn er weiterläuft in der Zone, dann habt ihr aber den Vorteil, dass er, wenn er euch nicht tötet, dass ihr in der Zone seid. Und dann könnt ihr auf ihn warten, dann können wir den Spieß umdrehen. Und genau das machen wir nämlich jetzt. Wir drehen den Spieß um. Er hat gewartet, er wollte uns ins Kreuz schießen, weil er ja in der Zone gesessen hat. Und wir wollten weiterlaufen. Jetzt sind wir aber in der Zone und er muss kommen. Und das wird sein Problem. Und deswegen warten wir hier eiskalt. Basti hat sich in den Busch gesetzt. Buschmann 2.0. Und ich sitze hier mehr oder weniger auf dem Präsentierteller. Und es geht mal nicht so ab. Und deswegen gehe ich mal ein bisschen näher an den Berg, der mir dann wenigstens ein bisschen Schutz bietet. Und diese Hügel, also diese Bodenwellen quasi, die coolen, die kann man auch ganz gut benutzen, zum, ja, sich verstecken, einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Weil man dann eben auch nicht ganz freies Schussfeld auf uns hat. Man sieht uns nicht ganz. Das ist auch so eine andere Sache. Und da läuft er. Und tschüss. Pech gehabt, mein Freund. Für dich ist das Spiel hier vorbei. Hat keinen Bock mehr, die Drecksau. Ja. Das ist auch so ein kleiner Vorteil, genauso wie eben der Pumpgun erwähnt, dieses Wasting Movement, wenn er da so um die Ecke läuft und präsentiert nur einen Teil eures Körpers dem Gegner, dass er nicht komplett auf euch schießen kann. Das ist genauso wie hier diese coolen, das ist quasi eine gewisse Form von Headglitchen, das ist genauso bei diesen Gebäuden. Wenn ihr euch zubaut und mit der Treppe nur rausguckt, dann gibt ihr dem gegnerischen Spieler kein so großes Schussfeld. So, Basti ist mal kurz ausgerastet. Und damit haben wir die auch weg. Ja, wie gesagt, ihr gebt dem Gegner eben kein so großes Schussfeld. Und das solltet ihr in jeder Situation, wo er das könnt, solltet ihr das ausnutzen und ausprobieren. Dass der Gegner im Nachteil gegenüber euch ist. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich keine Pumpgun mehr habe, oder was? Da holen wir die Snipe. Wände kann man auch mal mitnehmen. Oh, jetzt hat er wieder den Scheiß. Dass er dann immer gleich zwei Slots auswechselt, das finde ich eigentlich eine Frechheit, weil das passiert sauschnell. Das müsste auch geändert werden. Weil wenn ich Verbände aufnehmen möchte auf einen, dass er dann einfach auch noch meinen zweiten Slot macht. Gut, ich könnte die Spitzhacke in die Hand nehmen, dann würde er das nicht machen. So, Basti mit Bauproblemen, ist schon wieder runtergefallen. Was ist denn los mit dir? Aber das passiert mir auch sehr, sehr, sehr oft. Oh Mann. Ja, das war echt knapp. Wir bauen uns jetzt hier am Rande der Zone aus. Hier ist es eher unwahrscheinlich, dass da jemand noch von hinten hochkommt. Und wenn, dann können wir das überblicken und ein bisschen drauf aufpassen. Das ist natürlich auch wieder auch ein Tipp, den ich mitgebe. Versucht, die Location für euch einzusetzen. Wenn er irgendwo in der Mitte rumläuft auf der Map, gerade wenn sich der Kreis enger zielt, dann könnt ihr natürlich von allen Richtungen, oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, von allen Richtungen angegriffen zu werden, als wenn er das hier so macht. Weil hier kommt kaum einer hoch. Und wenn, dann würdet ihr es hören, weil er bauen muss. Und ja, also müssen wir schon fast gar nicht mehr auf unseren Rücken aufpassen. Und das ist natürlich auch ein kleiner oder es ist sogar ziemlich großer Vorteil, den man dann hat. Und von hier haben wir auch einen guten Überblick. Werden allerdings aber auch eventuell ganz gut gesehen von irgendwelchen Snipern, die in Büschen hocken. Ist mir schon so oft passiert, dass ich irgendwo auf dem Berg gestanden habe. Gucke runter und denke, in dem Busch sitzt bestimmt einer. Und in dem Moment höre ich nur... Und dann, sie wurden eliminiert. Hat einer mit der Sniper aus dem Busch rausgeschossen. Da ich meistens nie Schild dran habe irgendwie, gerade in der Endphase, und bin ich meistens instant tot. Und wenn ich hier mit 75 live hier rumkrieche und so, es ist eben so. Aber das gehört eben auch dazu.
Mittlerweile muss ich aber sagen, habe ich mich extrem gesteigert. Mein Aiming ist besser geworden, mein Einschätzen von der Situation, das Nutzen von Bauen, das Nutzen der richtigen Waffen im richtigen Moment. Also das ist auch, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt in einem Video, das ist das Tolle an Battle Royale, an solchen Spielen. Es ist natürlich ein bisschen lootabhängig, ein bisschen Glück gehört dazu, ne, Lootglück. Und vielleicht auch Zonenglück, dass die Zone jetzt nicht ganz gegen euch ist und euch anpisst, dass ihr meilenweit laufen müsst. Dann kommt er gerade in die nächste Zone, müsst schon wieder die Beine in die Hand nehmen. Aber auf der anderen Seite gibt's auch viele Dinge, die man verbessern kann. Und man merkt das. Man merkt das, wie man sich steigert, wie man besser wird, wie man Situationen besser einschätzt, wie man besser trifft, wie man on point ist einfach. Ne? Und ja, das ist eben das, was für mich eben in Sucht endet in diesem Spielmodus, dass man den regelrecht suchtet. Weil man eben wirklich den Fortschritt merkt, auch wenn man schon 400 Spiele gemacht hat oder so, dann man merkt's einfach, ne? Das ist das Geile. Und das ist das, was mir so richtig gefällt. Mittlerweile muss ich auch sagen, ich habe mir immer die halbautomatische Snipe hier bevorzugt, aber mittlerweile mag ich die andere lieber. Ihr seht, 63 mit der normalen wäre der jetzt tot gewesen. Ne? Das war ein Free-Kill mit der normalen, aber hier mit dem 63 Damage mit der halbautomatischen. Meistens trifft man den zweiten Schuss erstmal nicht mehr. Das ist in anderen Situationen ist die echt gar nicht zu verachten, ist die nicht schlecht. Aber hier, wenn man wirklich so einen hat, der stillsteht und man alle Zeit der Welt hat zu zielen, dann machst du den tot. Der hatte kein Schild, der wäre definitiv tot gewesen mit der blauen Repetitier-Snipe. Mit der hier hat es nicht gereicht und jetzt bauen sie sich zu. Das ist das, was ich eben erwähnt habe. Da wird man angehittet, da wird direkt massivst zugebaut. Und das gehört eben dazu und das mache ich jetzt auch so. Und ja, da sieht man noch, dass, wie gesagt, das ist ein älteres Video. Da sieht man noch, dass ich mit der Snipe nicht ganz einschätzen konnte, wie hoch ich schießen muss. Kann ich immer noch nicht hundertprozentig, weil ich dafür die Snipe zu wenig habe oder nutze. Aber ich komme auf jeden Fall näher ran und ich treffe auch schon mal richtig geile Schüsse. Ich habe schon ein paar richtig geile Sniper-Kills gemacht. Werdet ihr vielleicht sehen in dem Video, das ich eben geschnitten habe, da ist nämlich ein Sniper-Kill drin, der war richtig geil. Also mit diesem Special, beste Starts und mieseste Fails, kommt demnächst. Wenn es nicht sogar vor dem Video hier kommt, ich muss gucken. Werde jetzt gleich beide rendern. Weil wenn ich jetzt hier nachhinein vertone und der PC schon brummt, dann kriegt man das auch auf dem Mikrofon mit. Deswegen habe ich es noch nicht gerendert. Das wartet noch. Nachdem ich das hier vertont habe, werde ich beide rendern gleichzeitig. Und dann werde ich euch auch direkt das nächste Video für morgen planen, vorbereiten in der Zeit, wo die hier rendern. Dauert ja gar nicht mal so lange. Mein PC ist ziemlich leistungsstark. Ja, und dann, glaube ich, werde ich vielleicht noch zwei vertonen. Ich habe noch zwei Runden, wie gesagt, dieses Team-Spiel mit Randoms und noch eine schöne Runde von mir, eine sehr intensive Runde. Da war ich auch später echt alle. Die habe ich heute gespielt gerade und die werde ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten. Die muss raus und vielleicht sogar vollständig oder eben ein bisschen zusammengecuttet, dass so gewisse Wartephasen wegfallen. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal selber angucken. Werdet ihr ja dann sehen. Wie gesagt, schreibt es in die Comments, ob ihr lieber Zusammenschnitte sehen wollt oder ob ihr volle Runden sehen wollt. So. Wir sind am Rande der Zone. Jetzt geht's ab. Jetzt wird's eng. Es sind nur noch 7 Leute. Da liegt schon einer. Die nächsten haben wir angehittet. Nochmal, jawohl, gekillt. Wunderbar. So, dritter Kill. War ja bisher eigentlich recht ruhig. Es sind wenige Kills um diese Zeit. Aber das ist ja egal, wir sind jetzt nur noch zwei Teams und ein Einzelner ist noch da. So. Da kommt er. Der hat mich nicht gesehen. Zack. Oh, der hat eine Scar gehabt. Komm, kriege ich den? Ja. Boah, ich habe gar nicht mitbekommen. Ohne Witz, ich habe noch zu Basti gesagt, ich weiß nicht, wer den gekillt hat. Ich habe den nicht down geschossen, als er auf den Boden gekrabbelt hat. Aber das habe ich doch, das hat man hier gesehen, weil ich gerade im gleichen Moment angeschissen wurde, da habe ich das gar nicht so mitbekommen. So, Basti ballert hier mit dem Raketenwerfer um sich und macht ganz schön Druck. So, und jetzt haben wir beide nicht mitbekommen, dass nur noch ein Gegner da ist. Wir haben es einfach nicht gestrahlt, wahrscheinlich weil wir so im Modus waren, dass wir das nicht so wirklich wahrgenommen haben. Und ich will jetzt zu Basti gehen.
der hier schon mal anfängt, ein bisschen zu bauen. Was ganz Abstraktes und Spezielles, und dann trifft mich hier Sniperman. Ohne Scheiß. Und ich glaube, jetzt irgendwann strahle ich, dass nur noch einer da ist. Versuche natürlich zu Basti rüberzukommen, dass der mich eventuell noch healen kann, dass wir auf jeden Fall den Vorteil haben. Basti macht noch ein bisschen Druck mit dem Pumpgun. Mit dem Pumpkin-Werfer, so. Das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt heilt er mich. Das ist super. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass in dem Moment er nicht erwischt wird, aber es ging hier nochmal glimpflich aus. So, Finale. 2 gegen 1, Leute. Müssen wir doch schaffen. Muss doch endlich mal ein Sieg drin sein. Muss doch endlich mal drin. Ein intensives Spiel. Basti fiel von oben herab. War schon eigentlich tot. Konnte ich ihn nochmal wiederbeleben. Dann wurden wir von oben überrascht, während wir da unten waren, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Und ach, das war so intensiv, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich glaube, Basti auch nicht, dass wir hier im Finale stehen gegen einen. Oh, und jetzt war Basti kurz im Schussfeld. Das passiert. Der Typ baut sich also auch zu, das sieht man hier. Und der hat jetzt Angst gehabt, dass er das Loot holt und dort irgendwas bis Spezielles oder Besonderes reinkriegt. Aber wir haben den jetzt gepusht. Basti hat Druck gemacht mit dem Raketenwerfer. Immer schön Pumpkins geballert. Und jetzt muss der irgendwann hier rauskommen. Da ist er. Hab ihn drin. Jawohl. Ewiger Sieg, Leute. Duo. Ich glaube, das war der erste Duo. Nein. Ich glaube, der zweite Duo-Sieg. Einen hat Basti quasi im Alleingang geholt. Der war richtig gut. Da bin ich recht früh gestorben. Ich glaube, ich hatte nicht einen Kill. Und Basti hat das Ding gerissen. Das war richtig nice. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Denkt dran, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen mit den Tipps helfen. Und wir sehen uns dann wieder bei Fortnite Battle Royale. Haut da rein. Macht euch einen schönen Tag. Bye, bye. I can do this all day. I can do this all night.